So, ein Spiel im Trend. Weiter geht's mit Let's Play Terra mit dem Zauberer. Und zwar waren wir beim letzten Mal dabei, hier die Orkana wegzufegen, wie einen Orkan. Und wir müssen Hinweise auf die Pläne der Orkana besorgen, indem wir die düsteren Plünderer umnieten. Und zwar habe ich hier gleich einen. Ich war in der Zwischenzeit wieder bei der Turmbasis in der Mitte hier. Denn mit Level 8 gab es neue Skills für den Zauberer. Einerseits hat sich ein Skill auf Stufe 2 erhöht. Und dann noch habe ich hier erhalten Zeitwirbel. Lähmt kurzzeitig maximal 3 Ziele. Und zwar klicke ich hier einmal. So, die Minimap können wir schließen. Danach habe ich so ein spezielles Menü, beziehungsweise so ein spezielles Visier. Und ja, jetzt habe ich den Moment verpasst und die Abklingzeit läuft schon. Danach jetzt hätte ich den anklicken müssen und der wäre dann praktisch, wie soll man sagen, gestunt gewesen, gelähmt. Der hätte nichts machen können, bis er Schaden nimmt oder eben bis die Zeit davon abläuft. Und das ist schon ein richtig cooler Skill, den man da erhält. Also auch Crowd Control kann der Gute. Ui, da geht er down und ich steige im Level up. Ja, da eine Krone, ein paar Flügel. Also eigentlich kann man das Level-Up nicht übersehen, aber wenn man so im Quest-Text ist und so weiter, da kann das schon mal passieren. So, da war jetzt, ich habe die Leiche untersucht, da war jetzt kein Hinweis dabei. Aber Level 9, wir erinnern uns, ab Level 9 gab es die Ringe, die ich hier schon gelootet habe. 3 Wunderringe habe ich, 7 Angriff und 14 Mana-Punkte haben die. Und die rüste ich doch gleich mal aus, beide. Juhui! Nicht schlecht. So, Moment, der Angriff. Schauen wir mal. 430. Ui, 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 ui. Der geht schön rauf. Das freut mich. Ja, hat sich gelohnt. 2 Ringe. Kann ich noch einen tragen? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, kann ich nicht. So, da ist er auch schon wieder. Bringt das Dokument zu Kirash. Anscheinend habe ich doch schon ein Dokument gefunden. Schauen wir mal. Ich sehe zwar keines, aber ich muss schon zu ihr zurück. Na gut, dann habe ich schon gefunden. Alles klar. Hat ein Mob gereicht. Wer das Schwert ergreift, noch immer diese Quest. Pah, diese Schriftrolle ist nicht zu entziffern. Soll Lian doch seinem Ruf gerecht werden, bringt sie zu ihm, Spieletrend. Alles klar, Lian. Oh, Kirash, der Aufklärer. So, bei Erdos kann man noch hier diese andere Quest abgeben mit den 48 Mobs, 2300 Erfahrungspunkte. 16.000 brauche ich jetzt schon für ein Level Up. Na gut, das geht ja. Hey, was zaubert die hier für einen netten Zirkel? War das ein Buff? Nein, ich habe keinen Buff. Okay, erstattet Lian am Außenposten einen Bericht. Wow, da geht's jetzt ab. Also bei sowas kann ich nicht widerstehen, da mache ich selbst beim Vorbeigehen. So, und den Skill probiere ich jetzt mal aus. So, Taste 4. Und jetzt, der Mob ist jetzt hier, der hat jetzt kurz so ein komisches Zeichen. Und das heißt, er kann sich nicht bewegen. Er ist auch nur da gestanden wie ein langweiliger AFK. Und hat nichts gemacht. Also, cooler Skill. Der wird auf jeden Fall, schätze ich mal so, auch im PvP eine wichtige Rolle spielen. Aber eine Minute Abklingzeit ist uncool. Und 400 Mana-Verbrauch ist jetzt auch nicht so wenig. Gut, Flammensäule verbraucht 160. Magma-Bombe 340. Da ist 400 das meiste bisher. Sogar meine Schmerzensfalle nur 300. Naja. So, Lian. Magister. Magister Lian! Wer hat das Schwert nun ergriffen? Jetzt sag du mir schon für die Föderation. Sag mir was anderes. Angriff auf Acharak? Auf Acharak sogar? Auf Acharak. Und ich dachte nur Angriff auf Acharak. Oh mein Gott. Zu den Höhen von Arun müssen wir reisen und dann bekommen wir das Rad der Nacht. Ui. Okay. Also, was wird das für ein Boss sein? Klingt vom Namen her irgendwie spinnenmäßig. Irgendwie so, in jedem Spiel gibt es so eine Spinnenkönigin, die heißt Arachna, Arachnae, Arachnos, Arachnidinodos. Irgendwie, keine Ahnung, das, ja, da ist man immer sehr kreativ mit dem Namen. Klar, das kommt nicht von ungefähr, aber trotzdem. So, Höhen von Arun. Ah, da müssen wir sogar rauf. Wer sagt der Name schon? Aber irgendwas habe ich da nicht was bekommen. Dieses Gewand, das habe ich schon, sonst nichts. Aber das könnte ich verwenden. Erhöht den kritischen Schaden um das 1,32-fache, wenn die Lebenspunkte unter 50% sinken. Naja, die sinken nicht so häufig darunter. Beziehungsweise hat dich das jetzt
Aktuell noch nicht, aber egal, wir rüsten es einfach mal aus. Das habe ich jetzt hier drin. Ja, gut. Gibt's, denke ich mal, bessere Sachen, die man da reinpacken kann. Oh, hier ist der Acharak. Hat er mich schon entdeckt? Ich glaube nicht. Der Kriegsherr der düsteren Klauen. Na gut, dann machen wir mal folgenden hier. So, du wirst erstmal hier kurz eingefroren, mein Lieber. Tut mir leid, ich kümmere mich zuerst um deine kleinen Kinderchen. Deine Kinders, um deine Kindies. Aber ist keine Spinne, so wie ich mir das gedacht habe. Aber vom Namen her hätte das schon sein können. Klingt ein wenig danach. Aber der kann ja mal gar nichts. Muss der kurz verschnaufen. Oh, der läuft schnell. Und der holt auch ordentlich aus. Und weg. Hui, er dreht sich auch. Pirouette kann hier anscheinend jeder... Oh, jetzt ist er größer geworden. Achtung, hat man das gesehen? Der ist größer geworden. Aber nochmal nicht. Meine Schergen werden mich rächen. Das glaube ich nicht. Die sind tot. Alle tot. Ich habe die schwarze Feder gelootet. Aha, so überwindet man also diese schwarze Barrikade. Und hier geht es dann nach unten. Das sieht interessant aus. Wo gebe ich die Quest ab? Wieder bei den mysteriösen Ruinen. Und was hätten wir hier? Den Flugmeister. Bei dem war ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Da habe ich tatsächlich den Flugmeister noch nicht in Anspruch genommen. Ich meine, wahrscheinlich kann ich noch nirgendwo hinfliegen. Hier gibt es eine Teleporterin. Beziehungsweise von hier kann ich mich nach hier teleporten und umgekehrt irgendwie. Eher nicht so. Aber fliegen hat mir noch niemand gelernt. Die Kunst des Fliegens. Vielleicht schaue ich da dann nochmal kurz hinauf, was es damit auf sich hat. Alle Gegner schon grau, aber jetzt probiere ich mal was aus. Geben graue Mobs noch Erfahrungspunkte? 1600! Boah! Okay, die sind Stufe 3, die sind vielleicht schon zu grau. Boah, mit 1600 hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja doch sehr viel. Damage hier, den mein guter Zauberer macht. Klar, ich bin auch ein Damage-Dealer. Aber trotzdem. Gut, Lian. Ich habe ihn erfolgreich vernichtet und erhalte nun das Rad der Nacht. Nicht mehr im Dunkeln tappen. Aber jetzt habe ich das Rad der Nacht erhalten. Jetzt muss ich in der Nacht agieren. Holt den Bericht von Nihan. Aber zuerst rüste ich das Rad der Nacht aus. Und wie immer betrachte ich das Rad der Nacht. Und schaue mir an, wie das aussieht. Dasselbe in Blau. Gut. Macht nichts. Man kann ja nicht für jede Waffe ein komplett anderes Design haben. Also, Jihan! Gut, sag mir, was ich tun soll. Gib mir eine Quest, gib mir eine Aufgabe. Bringt den Bericht so schnell wie ihr könnt zu Adria. Wo ist diese Adria? Oh, die ist bei der Turmbasis. Das heißt, jetzt kann ich hier folgenden machen. Und so eine Teleportationsschriftrolle verwenden. Hier wird zum Glück nochmal zwischenzeitlich angezeigt, ob man da auch wirklich zur Turmbasis möchte. Denn es könnte ja sein, dass ich irgendwo anders eventuell zurück teleporte und mich dann irgendwie verhasple und zur falschen Zone gelange. So, da sind wir nun. Und wo ist das, was ich für die Quest brauche? Ah, hier oben. Bei der Gildenanschlagstafel. Ich denke mal, es wäre auch nicht so schlecht, vielleicht zu verkaufen. Ich habe hier noch so ein paar Schriftrollen, die Entwürfe dafür. Aber dafür muss ich erst einen Beruf, einen Handwerksberuf erlernen. Zum Beispiel hier Alchemie auf 50. Und dann kann ich da was Schönes herstellen. Ich glaube, da werde ich mich auch dann bald drauf stürzen, auf das Crafting. Adria, hier bist du. Erinnerst du dich noch an mich? Ich glaube, du erinnerst dich an mich. So, bringt diesen Bericht sofort zu Ratsmitglied Teel. Irgendwie bestehen 50% aller Quests in MMORPGs immer. Bringt diesen Bericht schnell zu dem. Und der Bericht muss sofort zu dem geliefert werden. Und du musst den Bericht erstatten. Also Bericht ist eines der meistverwendeten Worte hier in den Questtexten. So, hier hast du den Bericht. Ja, hier hast du den Bericht. Schöne Schmalzlocke, schöne Schmalzlocke. Hier hast du den Bericht. Spricht mit Adria, um Anweisungen zu erhalten. Na, schnell zurück zu Adria, um weitere Anweisungen zu erhalten. So, und jetzt sagt sie mir... Wow! Was hast du für Haare? Was hast du für einen Friseur? Wolfina, wo bist du? Bist du noch da? Bist du schon... Sie ist schon weg. Weg ist sie gelaufen.
Grüne Haare, stylisch, Neueinsatz. So, gib mir Anweisungen, sag mir, was ich tun soll. Sprich mit Biri in der Turmbasis, ich wusste es. Sie sagt mir jetzt, ich muss mit wieder irgendjemandem sprechen. So, einer unserer Kuriere wird vermisst. Ja, dann suchen wir den doch schnell mal, oder? Wo könnte dieser nur sein? Sprecht mit Kerson. Sprecht mit Kerson. Nehmen wir diese Quest auch nochmal schnell an. Geschwindigkeitstrang, 500 Erfahrungspunkte, ist jetzt nicht so viel. Alter Schwede, was willst du von mir? Sprecht mit Biri in der Turmbasis. Aber Moment, da drüben, ganz drüben, glaube ich, war ich noch gar nicht. Aber hier, genau, hier ist der Teleportstation. Und da irgendwo war auch die, oh, hier wäre der Kerson. Da war auch die Dame, die mir die neuen Skills erlernt hat. Und auf Level 10 dürfte es dann schon wieder neue geben. Also ich glaube, am Anfang irgendwie alle zwei Level kann man dann neue Sachen erlernen, beziehungsweise schon vorhandene Skills upgraden. So, die Wache Biri. Biri, 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 Neueinsatz. Die Zeit drängt, ja, bei mir drängt die Zeit auch. Folgt der Straße nach Osten, um Chione zu finden. Nie ohne Seife waschen, also waschen wir uns hier ohne Seife. Die Straße im Osten, ist sie das? Was ist hier für ein Raumschiff aus der Zukunft gelandet? Oder soll ich eher sagen gestrandet? So, die Map schaltet immer um, wenn man in so einer Zone, würde ich nicht sagen ist, aber in so einem anderen Gebiet. Wow! Wie sehen denn die aus? Feine Gegner. Die lachen mich aus, aber das ist doch auch mal beeindruckend, oder? Das gefällt mir, mit dem würde ich auch mal gern durch die Lüfte cruisen. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen. Oh, man hat ihr ihre Kleider gestohlen. Deshalb steht sie... Oh, das ist eine Spielerin. Die steht so da wie ein NPC. So, ein Kurier ist hier. Und was soll ich tun? Missionsziel, verdorbener Schlund. Folgt der Straße nach Osten. Ja, das kennen wir jetzt schon bis zur Garnison. Und sprecht dann mit Präfekt Riel. Ist es jetzt die 300. Quest in Folge nur mit Sprechen? Wow. Überraschung. Das war ein schöner Überraschungseffekt. Die tauchen da mitten in mir auf. Okay, jetzt geht's schon immer weiter in den Osten. Den Terronenpfad entlang zum ewigen Wasserfall des Verderbens mit einem deiner netten Skulptur und einem in Rot gekleideten Wächter. Hui, 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 hui. So, wo ist er? Riel, Präfekt Riel, hier bist du. Komm, sprich mal mit mir. Gib mir weitere Anweisungen. Ich brauche immer die Anweisungen, muss immer die Berichte überliefern. In den Schlund. So, jetzt geht's endlich ab ins schwarze Loch hinein. Schmalzlocke Nummer 2. Haltet dem verdorbenen Schlund die Augen nach Phaedra offen. Ach Gott. Muss ich schon wieder wen finden? Wer bin ich für euch? Wer bin ich? Oh, das ist ein Mob. Ich hoffe, es ist ein Mob. Dann klatsche ich ihn aber so richtig um wie einen nassen Fetzen. So, hier unten ist der verdorbene Schlund. Und hier ist... Oh, ach, ah, das ist noch die andere Quest. Moment, da klicke ich jetzt hier die Quest an. Schauen wir uns das mal an. Brücke über den verdorbenen Schlund. Das ist der Zielort hier angezeigt. Okay. Ah, das sieht fein aus. Rauch steigt empor. Die Dornenranken schlängeln sich hier über die Brücke. Ich hoffe, ich fange mir da keinen Schiefer ein. Was liegt da? Verjüngungssphäre. Wieso looten die Leute nicht? Oder klicken die Heilsphären und alles an? Edan, Centurio. Hey, der hatte gerade Level Up. Das sieht man also doch als anderer Spieler ein wenig. So, die finstere Patrouille. Neue Stiefel, die sogar besser sind. Die würde ich mir nehmen. Die würde ich ausrüsten. Aber jetzt wird mir das schon ein bisschen zu viel. Einklappen, einklappen und einklappen. Ich soll hier zur Brücke. Hier ist das Questziel angeblich. Und hier muss ich jetzt die Augen offen halten. Also, meine lieben Augen. Da ist sie. Da ist sie. Hier, hier, hier. Hier, bleib stehen. Halt, halt. Halt, 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 halt. Stopp, 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 stopp. Stehen geblieben. Wollt ihr manchmal einfach nur weg? Ja, genau. Genau die ich suche. Geht nach Westen. Mann, ich komme gerade vom Westen. Du hast gesagt, ich soll in den Osten gehen, jetzt in den Westen gehen. Okay, ich laufe dir mal nach. Meldet euch bei Sersine. Oh, die brauche ich hier. Die guten Dinger brauche ich. Das heißt, ich kann jetzt, was ich machen kann. Jetzt ruhig mal. Einmal hier Feuerball.
Dann ist er jetzt eingefroren und ich lege eine Falle. Ganz geschmeidig. Ja, das ist fein. Komm, wach auf. Kannst du wieder aufwachen, mein Lieber. Oh, das ist eine gute Kombo, würde ich sagen. So läuft's. Also gut, was wolltet ihr jetzt von mir? Ich soll wieder in den Westen zurück, oder? Wow, der brennt. Er brennt. Wo ist die Sersine? Sag mir, wo du bist. Dann sage ich dir, was du bist. Oh, da ganz unten. Mann. Also das wird jetzt noch... Ich glaube, ich brauche den Titel Kurierbote oder Herumläufer Schilling. Beziehungsweise Spielertrend heißt ja mein Charakter hier. Was die alle von mir wollen, dass ich die ganze Zeit hier herumlaufe. Aber hier ist wenigstens ein kleines Lager. Und da finde ich dann hoffentlich irgendwie Unterschlupf und feinere Quests. Wow. Edward? Edward mit den Scherenhänden, bist du's? Du hast dich aber verändert über die Jahre. Mann. Die Zeit vergeht.